Usotalk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zum Usotalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Usotalk Stammtisch. Das ist der regelmäßige Podcast rund um das Thema Musikproduktion. Und dazu lade ich mir jede Woche Gäste in die Runde ein. Und heute ist ausnahmsweise mal dabei der Marc Ziebert. Hey, lange nicht gesehen. Hallo Marc. Hallo, schönen guten Tag. Ja, kaum verändert und doch wieder erkannt. Oder nee, wie sagt man? Lange nicht gesehen und trotzdem wieder erkannt, oder? Genau. Irgendwie so. Für diejenigen, die es eventuell noch gibt, die nicht regelmäßig diesen Musetalk-Podcast schauen, das ist der Marc. Und der Marc macht Sprach- und weitere Aufnahmen für Werbung, Hörbücher, Film, Fernsehen und so weiter. Jo. Genau. Ja. Er nimmt nicht nur auf, er macht es sogar auch noch fertig danach. Also. Ach, er nimmt es nicht nur auf, das ist gut. Ja, genau, er produziert es auch. Ne? Und du produzierst auch gelegentlich Popmusik. Von daher bist du hier ein der Alleskönner, das Schweizer Multifunktionsmesser in meinem Talk. Und dann haben wir hier noch das sprechende Synthesizer-Lexikon, das ist der Mogulator, der talkt auch regelmäßig bei Sequencer Talk, dann aber nur um ein Thema und das sind die Synthesizer. Hallo Mick. Guten Tag. Gut. Und dann haben wir noch den rasenden Reporter, wo immer er ist, er rast so viel durch die Welt, dass man gar nicht weiß, wo er immer ist. Hallo Tom. Aktuell aus Wien und nächste Woche dann aus Berlin. Jo, da reden wir auch gleich drüber, würde ich mal sagen. Denn in der letzten Woche, glaube ich, war die ProLight in Sound in Frankfurt. Früher war das kombiniert mit der Musikmesse. Die Musikmesse ist gestorben. Die hat das ganze Corona-Dilemma nicht überlebt und war auch vorher schon mächtig unter Druck. Es gab auf der ProLight in Sound so eine kleine Studioszene. Das war auch nicht so richtig lebendig, was da stattfand. Ich frage mal in die Runde, hat einer von euch irgendwelche Infos von der ProLight in Sound in Frankfurt, die er hier teilen könnte? Paar Bilder gesehen, das sah sehr traurig aus. Ja, ich habe auch nur ein paar Bilder gesehen, aber das ist natürlich immer nur selektive Wahrnehmung, weil man ja ich das ein so Video, machen ich ein Video kann, von, dass es so aussieht, wenn es voll wäre oder eben total leer, ne? Ich habe ein Video vom Henning Pauli, aka IGP42 gesehen, das ist ein deutscher Gitarren-YouTuber. Der war vor Ort für einen Tag. Ich habe nur leere Stände gesehen oder sehr große Stände, dann wieder sehr viel Platz, wie man das bei der letzten Musikmesse schon kannte. Mhm. Also sehr, sehr traurig schon für das Ganze. Finde ich jetzt mal, weil sie versprechen ja, dass das Ganze wieder zurückkommt, die ganze jetzt ProLight in Sound, aber das hat anders ausgeschaut. Nee, das war und man nicht bedenke, so. In einem Monat ist auch die NAMM-Show, da sind wahrscheinlich mehr Entwickler für die NAMM-Show ready, wie für jetzt die ProLight in Sound oder so. Genau, und dann haben wir noch das hier, ne, Tom? Genau. Jo. Wer von euch drei wird denn hier in Berlin vor Ort sein, zwischen dem 12. und 14. Mai? Ich vermutlich nicht. Du nicht? Okay. Raus. Nee, ich komme schon eine Woche später. Komme schon eine Woche später nach Berlin. Ich weiß nicht, ob ich das einrichten kann nächste Woche. Gut. Ich meine, für die beiden anderen Marc ist das ja hier dann so eine Art Pflichttermin. Ne? Schauen wir noch mal rein, was denn da so alles angedroht wird hier. Messe und Ausstellen. Ja. Habe ich mir mal angeschaut, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge los. Ich weiß nicht, ob einer von euch das beurteilen kann, ob das jetzt mehr Aussteller sind als im letzten Jahr. Letzten Jahr war das ja alles so ein bisschen verstreut auf dem Gelände. Das wird dieses Jahr nicht anders sein. Das wird auch wieder verstreut sein.
Ach, ist also das ganz und viel im Dorf und ganz viel im Zelt und so. Nee, dieses Jahr ja am Strand, weil die setzen ja, ja, die haben ja, die Turnhalle ist ja dieses Jahr nicht der Fall, weil da sind ja Flüchtlinge. Dafür wird es dieses Jahr auf dem Strand sein, das Gelände, das hinter der Seebühne ist. Ah, okay. Da sind jetzt anscheinend lauter Zelte dann aufgebaut und da sind dann auch die Hersteller dann. Also dann so ähnlich wie im letzten Jahr, ne? Wo teilweise ja. Innen ein paar mehr draußen sogar. Noch mehr draußen? Ja. Okay. Ich fand das jetzt eigentlich nicht so schlecht. Er ist weniger stickiger oder in der Turnhalle ist es ja mehr etwas ermüdigend. Aber das einzige Problem, was wir so als Videoblogger haben, ne, ist, dass wir viel mehr laufen müssen. Das habe ich im letzten Jahr gemerkt. Da habe ich mir ganz schön einen da von der Wolfshütte in den Bunker, in den Graben irgendwo hinten noch. Deswegen, ich habe gehört, Tom, du... Das Dorf ist 15 Minuten entfernt und es gibt auch noch den Fuchsbau. Ah ja, der Fuchsbau, genau. Gibt's den Fuchsbau überhaupt dieses Jahr? Weil aber Fuchsbau ist, nach meiner Information, ist da nichts. Also, nee, da ist nichts. Sondern das ist alles im Dorf und in dem Zeltbereich quasi. Also, okay. Und die, wie heißen die anderen, die in den Bunker los auch noch, oder? Nee. Ja. Das ist das, was ich da mit dem Dorf meine. Das nennt sich Bungalowdorf offiziell. Bungalowdorf. Das ist, wo die ganzen kleinen, spontanen Partys entstanden sind und Lasershow. Und das witzigerweise sind das ja nur Schneiders Laden oder Alex Fiers eigene Firmen oder die im Distributionsnetzwerk sind von ihm. Ja, die sind im Bungalow-Dorf. Das ist Bukla, Eowave, Döpfer und so weiter. Ah, okay. So wissen so, das sind die ganzen Vertriebspartner von Andreas, ja? Die sind ja. Da zusammengefasst sozusagen. Genau. Und die anderen müssen in die Zelte. Sag mal, letztes Jahr Beringer war ja letztes Jahr nicht da, ne? Beringer ist dieses Jahr auch nicht da und... Sorry, was sie wollen haben ja, ja auch nichts. Können ja, die haben ja nur zeigen. Prototypen. Marc, was wolltest du hinzufügen? Ja. Zwei-Klassengesellschaft, habe ich nur gesagt, eben hinsichtlich der Unterbringung der verschiedenen Aussteller da. Nö, aber ich weiß gar nicht, wann ich da war, vor 3 Jahren, glaube ich, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, aber es hat mir vor allen Dingen sozial ganz gut gefallen, weil ich da viele Leute getroffen habe, die ich länger nicht gesehen habe. Die Stände, das war ist ja einfach sehr, sehr viel Modularwelt halt irgendwie und das ist ja. Mir ehrlich gesagt dann schnell aber der Vibe viel. Ist ja anders. Der da Vibe war aber letztes man muss auch wissen, der ja. Vibe war letztes Jahr schon anders. Weil mit dem aber das ja, Soziale, das ist ja gerade das große Ding bei der Superbowl, genau. Dass man die genau. Wirklich das finde ich auch Leute trifft, die richtigen. Nicht und immer für den Nonnen gibt es ja auch etwas, die für den Nonnen gibt es ja auch was, die Super Grail oder die Super Grail, die Gitarrenbooths. Ja, ich habe nur da gehört, da bist du dann für eine Stunde drin und filmst. Ich hatte ja letztes Jahr schon eine Menge Spaß da mit der Daimel-Gitarre und den anderen Sachen. Das hat man ja schon im letzten Jahr schon mal so ansatzweise Auf unsere Kosten. Auf unsere Kosten. Stimmt, stimmt. Ah ja, wie kann ich wir das nur wieder gut machen? Wir waren zwar alle dabei, aber nicht zu sehen. Das ist aber nicht schlimm. Aber ich würde mal sagen, wir machen mal am nächsten Donnerstag unseren Stammtisch vor Ort. Was haltet ihr davon? Wenn man mich findet. Ja, klar. Wir können ja einen Termin ausmachen, dann kannst du ich uns ich bin ja wie finden. Ein Geist. Ja, ich finde, Marc, du hast das schon richtig gesagt. Also das ist ja im Prinzip eher heutzutage die menschliche Komponente, also dieses Taktile, was uns zu so einem Event treibt.
denn die reinen Informationen wird man wahrscheinlich noch besser aufgreifen können, wenn man einfach bei einem dieser beiden Herren hier oder bei uns im Internet mal vorbeischaut und sich das in Ruhe videomäßig vorstellen, erklären lässt. Aber da fehlt aber die Interaktion mit den Menschen. Genau. Genau, also das würde ich auch sagen. Ich meine, früher die Musikmesse ist, erinnere ich ja noch so, ich sag mal, in den 90er Jahren wurde das ja auch ziemlich groß. Da war es halt immer so unübersichtlich. Da hat man auch nette Leute getroffen, die man dann schon länger nicht mehr gesehen hatte. Aber es war auch immer eine so derartige Geschäftigkeit, dass man also andauernd auch in so Gesprächen, so die wurden nach 2 Minuten halt irgendwie abgeschlossen und man gesagt, ja, ich muss jetzt auch ganz dringend da und dahin, ich habe da jetzt noch Termine und sonst was. Also das war, und die Hacken wund gelaufen hat man sich da auch. Und es war eigentlich ja immer eine relativ fürchterliche Messeatmosphäre, weil es halt einfach solche Messehallen waren. Das finde ich da jetzt in diesem FEZ da in Berlin eigentlich viel netter und sympathischer. Das ist ja eigentlich irgendwie so eine, wie nennt man das? So ein Schullandheim oder sowas, ne? Freizeitzentrum mit Schwimmbad. Ja, genau. Und ich fand auch immer, dass bei der Musikmesse auch das Raumklima immer so ganz extrem anstrengend war. Also man musste immer viel Agua dabei haben und regelmäßig trinken, weil das einfach so eine bei den letzten auch noch extrem laut, also hat einfach keinen Spaß gemacht, vor allen Dingen, wenn man dann, weiß ich nicht, 150 Euro für so ein Hotelzimmer bezahlt und dann nur kaltes Wasser fließt, übrigens wie bei mir heute Morgen, auch nur kaltes Wasser. Das ist, glaube ich, hier die erste Übung, wie das denn so ist, wenn wir auf Jas verzichten müssen. Hast du deine Rechnung nicht bezahlt? Ja, wahrscheinlich. Hat der Vermieter. Wir kriegen ja zum Glück, nicht zum Glück, aber das Warmwasser kommt vom Vermieter. Also das ist aus dem Haus. Also müssen wir mal schauen, ob die nicht bezahlt haben. Das könnte tatsächlich sein. Ja, dann sehen wir uns doch alle schön. Der Mick und der Tom. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Woche. Ich werde wahrscheinlich auch schon mal, eröffnet wird es aber erst Donnerstag, aber du bist Mittwoch schon da, ne, Tom? Ich bin Mittwoch schon. Weil abends haben die noch so ein Event für geladene Gäste, für Presse. Ah ja, genau, hat man mich auch eingeladen. Genau, da gehe ich auch mal hin. 10 Jahre Superboost oder sowas, ne? 20. 20. Oh, 20, ist das schon 20? Ah, naja, gut, wenn das alles zählt, auch an der Musikmesse, der Superboost, dann auf das jeden Fall. Das heißt ja, der Superboost ist ja immer schon Superboost. Ja, natürlich. War ja auch schon immer so ein kleiner Highlight an der Musikmesse früher, ne? Gut, bevor wir jetzt zu weiteren interessanten Themen kommen, mache ich mal ausnahmsweise Werbung. Und diesmal mache ich Werbung für Hofer Akustik. Ich bin ganz besonders interessiert hier an diesem Hofer Deckensegel, denn wir werden über den Sommer, so ab Juni, hier einige Umbauten vornehmen, den Raum verändern, hier aus diesem Raum wahrscheinlich wieder rausgehen in einen neuen. Und den werde ich mir natürlich auch von Hofer Akustik ein bisschen verbessern lassen. Hinter mir seht ihr schon die schicken Absorber und Diffusor beziehungsweise Wechselrahmen, da sind jetzt Absorber drin, da kann man dann auch Diffusoren hineinpacken und die auch auswechseln, also je nachdem, was man da gerade machen will. Und diese Deckensegel sind ganz spannend, aber auch die Akustikvorhänge, hier ist das Deckensegel, also eventuell werde ich die kompletten Umbaumaßnahmen dann auch für euch dokumentieren. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich bin jetzt jedenfalls auf jeden Fall, ich habe auch schon hier diese Wände hier im Studio am Laufen. Die sind jetzt da hinter der Kamera. Und wer schon seit 10 Jahren oder länger den Talk hier hört, hat sicherlich auch festgestellt, dass die Audioqualität jetzt hier immer top ist. Gut. Was haben wir noch an wichtigen Themen? Eine Sache, da wollte ich jetzt mal die Kompetenz dieser Runde nutzen. Ich bin auf der Suche nach einem guten Bitcrusher oder Distortion-Plugin.
hin? Marc, dein Vorschlag. Was machst du, wenn du so Vocals, es geht bei mir um Vocals, so ein bisschen rauer, ein bisschen aggressiver machen möchtest? Habe ich übrigens auch festgestellt, nachdem ich diese tollen Ultrasone-Kopfhörer und diesen tollen SBL-Kopfhörerverstärker habe, höre ich ja jetzt doppelt so viel. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass Rammstein das auch immer macht. Das ist mir sonst so gar nicht aufgefallen. Aber wenn man die entsprechenden Abhörmöglichkeiten hat, kann man hören, dass auf der Stimme ein klein bisschen Verzerrer drauf ist. Ja, das hat sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann hat sich das denn so durchgesetzt. Ich glaube, die erste war, wer heißt denn nochmal, so ein amerikanischer Superstar, so eine Blonde. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Nee, ein bisschen jünger. Würde sagen, jetzt vielleicht so 40 oder so. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls würde ich das eigentlich, also ich sag mal, Bitcrusher, wenn du das meinst, also das ist doch in Logic schon eingebaut, oder nicht? Da gibt es auch irgendwie ja, so ein. Das klingt ja ganz so ein Ding, mit dem du die Sample. Ja. Da habe ich ja dann, also das ist dann. Also ich würde gerne so ein bisschen einen etwas weicheren. Also schon so ein. Nicht 8. Also der Bitcrusher in Logic. Okay, wenn man den so ganz leicht dosiert dazu regelt, geht das wahrscheinlich sogar auch. Aber sonst hast du keine Wunderwaffe auf Pro Tools oder irgendwas, wo du sagst, man, das ist das perfekte Crusher oder Distortion Plugin oder Sättigungs Plugin. Doch, da habe ich halt eins, weil den Decapitator von Soundtoys benutze ich, wenn ich halt sowas machen will. Der hat halt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, also ich sag mal unterschiedliche Verstärkungsmodelle und sowas, die deinen Sound halt verfärben. Der geht ganz gut, aber das mache ich, also habe ich bei Vocals, habe ich das glaube ich noch nicht gemacht. Also das Bedürfnis hatte ich noch nicht, sozusagen eine Stimme irgendwie anzuzerren. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen überfragt und ich dachte ja auch, Bitcrusher ist ja was anderes, als irgendwie ein bisschen Verzerrung haben zu wollen. Also schöne Verzerrung ist ja was anderes als ein Bitcrusher, oder? Ja. Ja. Man kann ja auch eigentlich auch so ein Sättigungs-Plugin von Urs Heckmann nehmen, ne? Und das da ein bisschen überdrehen, oder? Mick, hilf uns mal. Kann man bestimmt machen. Hast du was? Naja, es kommt drauf an, in welche Richtung das böser sein soll. Also verzerren ist verzerren. Bitcrush, naja, früher hätte man vielleicht den Bitterman oder so genommen von Alesis, aber ist inzwischen fast mehr so vergriffen, weil der so alles mögliche Ringmodulation, also so ein Zerstörer. Aber man kann auch, also Verzerrer wäre dann eher so die Ratte und sowas, ne? Also so diese. Ja, die Ratte wäre gut, ja. Verzerrer. Also sowas würde ich da nehmen, aber ich komme vielleicht aus der falschen Ecke. Glaube ich auch. Ort, ja. Industrial und so. Du bist ja bei dir ist nicht, alles verzerrt. Und es gibt natürlich jede Menge Module. Noise Engineering haben zum Beispiel diverse, inzwischen auch Plugins. Also eigentlich waren es ja mal Module, aber da gibt es zum Beispiel auch alles, was irgendwie mit Noise zu tun hat. Da findet man bestimmt was. Die Verzerrer-Serie heißt Ruina, das ist klar, ne? Aber das könnte man zum Beispiel machen. Ach ja, genau, sowas ging auch. Oder sowas. Was ist das denn? Das sind zwei Saturation, zwei Tape Saturation, Spring Reverb, ein richtiges, was man hier spielen kann, ein Delay und ein Phaser und zwei LFOs. Oh, geil. Aber leider ist es Mono oder du patchest so, dass es aber halbwegs Stereo wird, weil es ist viel analog drin. So ist eine Mischung aus analog und digital. Okay. Und klingt ziemlich geil. Und man kann sogar auf der Seite hier mit dem iPhone dran gehen, mit der Lampe vom iPhone und dann kann man den Phaser kann man dann auch bespielen. Ach, ist so ein Fotosensor drin. Ne? Fotosensor, ja. Ja, geil. Komme ich da auch mit dem Line-Pegel rein in sowas? Ja, ja. Ja. Das ist nur Line. Kommt man so ganz viele Eingänge.
Aber in meinen Big Muff komme ich nicht mit Line rein, ne? Oder, Marc? Du bist doch ehemaliger Kies-Redakteur und musst das wissen. Du kannst alles Mögliche machen. Also ich meine, man kann ja auch Pegel Paddles, anpassen. Kein Problem. Paddles funktionieren doch immer mit Line. Ja, okay. Dann kann ich ja meinen Big Muff hier aus dem Keller rausholen und den benutzen. Das müsste gehen. Gehe ich aus dem Line-Out raus, aus meinem Audio-Interface, gehe in den Big Muff und wieder zurück. Heftiges Nicken vom Lexikon, also es scheint schon mal ausprobiert worden zu sein. Sollte kein Problem sein, ne? Gut, dann nehme ich mal. Eine Minute Stille, bitte. Eine Minute Stille, okay. Dann, wenn die Stille zu groß wird, dann switchen wir einfach zu einem Apple-Thema. Und dann kommen wir hier wieder in die so Gänge. Nur ganz kurz erwähnt, dass jetzt ein weiteres Plugin jetzt nativ auf Apple M1 läuft. Und wir haben ja einen regelmäßigen Melodyne-User, den das erfreuen wird. Ja, also es freut mich. Eigentlich ist Celemony mit Melodyne ja eigentlich immer ziemlich schnell dran mit dass sie halt mit Betriebssystemen funktionieren, aber auch noch relativ weit rückwärts funktionieren. Das bringt mir jetzt in der Praxis leider nicht so viel. Ich meine, erstens hat es jetzt ja auch ein bisschen gedauert, bis Melodyne vollständig, also oder nativ M1 kompatibel ist. Aber ich habe halt leider auch noch zu viele andere Sachen, die nicht M1 kompatibel sind, sodass ich in so einem richtigen Nativ-Modus meine DAWs nicht betreiben kann. Also ich muss Logic halt im Rosetta-Betrieb fahren und Pro Tools gibt es ja gar nicht anders als nur für Rosetta. Also insofern, es ist sehr schön, es hilft mir nur nichts. Okay, alles klar. Du, das hier und ist noch geil. Zum Thema, was? Und noch zum Thema Updates, weil wir jetzt bei M1 sind, für die Leute, die, das habe ich auf meiner Website stehen, das beliebte Plugin von den, die gerne viele elektronische Musik einsetzen, das OTT von XFR Records. Das wurde jetzt auch mit M1 das unterstützt jetzt auch M1 nativ und es gibt eine neue GUI für dieses Gratis-Plugin. Das ist ein Multiband-Kompressor. Das soll jetzt ziemlich das wird ja in der elektronischen Musik sehr, sehr oft benutzt, das Plugin. Okay. Ja, so langsam aber sicher arbeiten wir uns da vor, ne? Was da die Kompatibilität angeht. Ich frage, ob das so eine großen Performance-Sprünge, wahrscheinlich wenn das ganze System, dann inklusive des Betriebssystems, wir haben ja dieses interessante Phänomen, dass anders als früher bei neuen Betriebssystemen und neuer Software meistens die Performance jetzt steigt, während das früher immer umgekehrt war, wo die Rechner waren dann immer zu langsam für die neueste Version, aber nachdem man die Betriebssysteme immer nur so halb updated und halb endgültig auf den neuen Standard konvertiert, ne? Also da oft sind ja noch so kleinere Emulationspatches in so einem riesigen Betriebssystem drin und je mehr man da immer aufräumt und die dann tatsächlich auch nativ umsetzt, desto schneller werden die Rechner komischerweise. Das ist ganz interessant. Oder würde da jemand widersprechen aus der Runde? Man kann allerdings auch mit Plugins arbeiten, die gar nicht im Rechner sind, sondern einfach mit Hardware irgendwas machen. Und dann wird man ein bisschen unabhängiger von diesen ganzen 1000 Updates und Nachzüglern. Und also im Moment ist es eigentlich ziemlich furchtbar, weil man eigentlich praktisch jährlich oder noch häufiger dauernd überall gucken muss. Und da gibt's auch viele Elektroniker, die da keinen Bock mehr drauf haben, auf diese ständige Jagd. Weil dann natürlich auch viel wieder ausfällt oder viel, also da ist viel, ja, wie heißt das, Kollateralschaden. Also deswegen gibt's da auch durchaus einen Trend, doorless zu sein und man gibt immer mehr Leute, die einfach denken, wenn ich jetzt ein Gerät habe, das bleibt so und wenn es ein Update kriegt, wie der hier kürzlich jetzt auf 4.0, dann habe ich einfach noch mehr, ohne irgendwas zu verlieren.
Das ist natürlich jetzt keine DAW in dem Sinne, also zum Komponieren und zum Musikmachen ist das aber okay. Und man kann dann mit Bordmitteln, zum Beispiel nur mit Logic oder so, durchaus dann am Rechner den allerletzten Knopf drücken und hat überhaupt gar keine komischen Zulieferer mehr, die einem ständig Probleme machen. Auch das gibt's. Ja, aber wenn da was kaputt ist. Aber die Entwickler machen uns das doch. Die Entwickler machen uns das doch so einfach heutzutage mit diesen ganzen Subscriptions. Ja, mit dem Abo. Da bekommen wir immer die neuesten Updates und alles Mögliche. Ich sag nur, ja, man muss eben nur. Aber das ist doch genau umgekehrt, Leute. Guck mal, wenn ich jetzt so einen tollen Hardware-Gerät habe und da geht irgendwas dran kaputt. Da ist dann das Display kaputt oder irgendwas abgebrochen oder so. Aber das geht nicht unbedingt jedes Jahr, so oft wie mittlerweile der Turnus ist für Updates und für dieses Aber du musst ganze ja keine Updates machen. Das nicht mehr machen. Du könntest ja jetzt knallhart sagen. Alles ruhen lassen, kommst dann aber auch nicht weiter. Oder irgendwas anderes funktioniert nicht mehr. Also okay, das ist jetzt natürlich einfach mal nur so eine harte These, um es einfach mal so reinzusprühen. Das können wir doch jetzt ausdiskutieren in der Runde hier, würde ich mal sagen. Wir sind doch Manns genug, das zu ertragen. Also ich würde mal sagen, umgekehrt. Ich sag jetzt mal, ist doch viel geiler. Da ist zum Beispiel mein Live-Set und da ist kein Rechner dann dabei. Aber nicht, weil ich Rechner doof finde oder sowas. Oder aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Ja, iPad habe ich dabei. Ja. Das ist ein Rechner. Ist auch ein Rechner. Ja, genau. Ja, da explodieren allerdings auch hin und wieder mal Sachen, aber nicht so viel. Also dann ist das ganze, die ganze App weg. Das ist auch schon vorgekommen. Aber wenn du jetzt einen komplett komplexen Hardware-Setup hast und du sagst ja, okay, Updates, okay, du hast eben bei der Hardware weniger Probleme mit Updates, weil du einfach viel, viel weniger Updates machst. Aber du könntest dir jetzt auch sagen, pass auf, ich kaufe mir jetzt hier einen Mac Mini hier, M1, 2, 3 Plugins kaufe ich noch, die ich unbedingt brauche und dann mache ich alles mit Logic und dann brauche ich da auch 2, 3 Jahre keine Updates machen. Also, und wenn irgendwas schief läuft, irgendwas nicht gemacht, also einige Kollegen, die durchaus auch wirklich mehr spielen, die einfach sagen, ich bin auf irgendeinem älteren Mac OS oder so mit einer alten Dose, die einfach funktioniert, vielleicht noch mit der alten Käsereibe oder sowas. Und es wird einfach genutzt und dann bleibt man einfach auf dem Stand und könnte eigentlich die nächsten 20 Jahre damit arbeiten. Das geht auch, ja. Das ist eigentlich so ein Äquivalent dazu. Klar kann man das auch machen. Ist sowieso eigentlich die entspanntere Variante. Hier, und mein Senderechner ist von 2012 zum Beispiel. Der macht auch immer noch was Sinnvolles, sonst würdet ihr mich nicht sehen, aber vielleicht war das auch ein Vorteil für manche, weiß ich nicht. Der PC, auf dem hier meine Videosoftware läuft, ist glaube ich 12 Jahre alt. Oder? Läuft eigentlich. Ja, also ich meine, das ist doch auch, wenn man eine Maschine hat, die für einen bestimmten Job irgendwie gedacht ist, ist es doch eigentlich auch ganz sinnvoll, wenn man das dann so macht, dass man sagt, so, das wird einmal auf einen Stand gebracht und dann bleibt das so. Also das habe ich ja im Studio auch. Also in dem einen Regieraum ist ein uralter Mac Pro von 2010. Da ist irgendwie Mac OS 10, 12 drauf und auch eine, weiß ich nicht, schon 2 Jahre alte Pro Tools Version oder sowas, aber trotzdem, ich kann da eigentlich alles machen an dem Arbeitsplatz. Da ist noch ein zweiter Rechner in dem Raum. Da ist ein alter iMac von 2014 oder sowas. Da ist auch im Mac OS 10, 13 drauf. Aber da sind so viele Instrumente drauf, weil das ist quasi dann mein Logic-Rechner, dass ich überhaupt gar keine Lust hätte, den für irgendwas halt abzudaten, um da halt eine neue Betriebssystemversion drauf zu haben. Und der Mac Mini, der in dem anderen Regieraum ist im Studio, der ist Mac OS 10, 14. Und ich habe jetzt eigentlich nur mein M1 MacBook Air, das irgendwie halbwegs aktuell ist, aber auch nur halbwegs, weil Mac OS 11, nicht 12. Und ich weiß noch nicht, warum. Also den werde ich vielleicht mal nochmal upgraden auf Mac OS 12, weil es gibt jetzt irgendwie 2, 3 Gründe, die das vielleicht mal anzeigen könnten. Aber ansonsten, weiß ich nicht, bei den anderen Rechnern werde ich nichts machen. Die bleiben halt einfach ein paar Jahre.
Ja, ich habe hier jetzt ein Problem, dass irgendwie die iCloud Drive nicht vernünftig funktioniert. Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich halt einen alten Benutzer-Account darüber migriert habe von meinem Vorgänger-Laptop. Und da hat man mir schon prophezeit, dass das wohl gehen solle, wenn ich auf Monterey upgraden würde. Das traue ich mich aber im Moment noch nicht, weil auch da schon wieder zu viele Sachen drauf installiert sind und das eigentlich alles wunderbar funktioniert. Wenn zwar auch nur in Rosetta-Modus, aber es funktioniert gut. Ich kann mit dem Rechner eigentlich sonst prima arbeiten. Es ist halt nur schade, dass die iCloud Drive-Sachen sich nicht, also nicht automatisch hochladen von da aus. Jo. Das habe ich nämlich dann hier gefunden. Da, da, da. Wie bin ich da hingekommen, Leute? Machen wir doch einfach mal hier zurück. Ah, Hinweis, eine neue Version des Model E, die auch mit aktuelleren Betriebssystemen Windows 7, Akte und Windows 7, kompatibel ist, wurde im Rahmen der VST Classics veröffentlicht. Model E. Ja, wer kann sich denn daran erinnern? Wenn man dann hier drauf kommt, dann ist es mit den Classics nicht allzu weit her. Ich dachte, ich ziehe das mal raus, das Model E, weil ich das eigentlich mal gesucht habe. Aber du siehst schon, dass da steht macOS X 10.7, ne? Das ist ja, ja auch ungefähr 12 Jahre her. Ja, absolut. Also das Thema ist durch mit dem Model E, aber dafür gibt es ja jetzt die 148. Variante eines Mini-Moogs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so langsam aber sicher kommen wir wirklich in diese Zeiten hinein. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt jetzt, aber der Titel des Buches ist Free, a Radical New Price. Und in dem Buch wird im Prinzip die Idee verkündet, dass alles, was man digital bereitstellen kann, wo man keine große Mehrkosten hat, wenn man statt 10 Downloads, 10.000 Downloads hat von einem Plugin oder von einem Buch oder einem PDF oder einem Film, dass am Ende des Tages all diese Produkte in den Richtungspreis null gehen müssen. Und Marc, du kennst ja zum Beispiel von Blackmagic die Resolve-Software, eine ganz, ganz tolle Editing, Color Grading und Audio Suite für Videoproduktion, die ist kostenlos, die ich auch regelmäßig nutze. Ich glaube, da geht das doch am Ende des Tages auch bei uns in der Musikbranche hin, oder? Mm-mm. Nee? Nee. Weil die Resolve ist ja auch nicht. Die Resolve ist ja ein Marketing-Ding. Die wollen ja, aber die, das kannst die du doch hier auch so machen. Guck mal, immer mehr Firmen auf, fusionieren. Es gibt eine Pro-Version von Resolve, die kostet ja auch Geld. Es gibt die Resolve einfach, die kann Fehler, ist gratis, aber kann man auch ein bisschen das Marketing-Objekt sehen, für eure Hardware zu verkaufen. Ja, aber das können ja die anderen auch machen. Yamaha kann das machen, Presonus kann das ja machen. Es gibt ja Cubase LE oder wie heißen die Dinger? Aber ich sehe das schon, ich meine, guck mal, die Plugin-Preise sind ja jetzt auch schon, also mehr als 29 Euro gibt man ja mittlerweile ungern für ein VST-Plugin aus. Und wenn man weiß, dass Urs Heckmann sogar auch ein Minimoog noch entwickelt. Wieder ein? Nein, der hat das letztes Jahr auf der Superbuch schon gesagt und ist schon seit einiger Zeit sitzt der an so einem Minimoog-Emulation dran. Die es natürlich auch im Diva im Prinzip auch schon gibt. Aber eigentlich ist die Zukunft doch im Prinzip mehr sowas hier. Was ist das? So bedient man Geräte heute eigentlich, oder nicht? Mit dem Finger oder was? Naja, so mehr mit Computer generier mir mal das und dann, also dass es sich vielleicht mal das Betriebssystem an den Menschen anpasst und sagt, mach mir das Setup so, wie ich das brauche. Sowas könnte, also dass die Knöpfe, die man öfter braucht, vielleicht größer werden und so, dann hat man eben hier vorne so vor sich das, was man so braucht und kann das dann vielleicht umschalten, vielleicht mit den Schaltern da oben, wo ich da meinen Finger gerade habe. Und sowas wäre ja auch nur eine Möglichkeit, also das ganze Konzept mal ein bisschen
zu verändern. Hm. Nur so eine Idee. Okay. Marc, was fällt dir dazu ein? Kostenlos, alles demnächst kostenlos? Pro Tools? Das kann ich mir auch. Ja, genau. Genau, die machen das bestimmt. Ich weiß das auch nicht so ganz genau und ich gebe Tom recht. Also bei Resolve ist das ist zwar unglaublich, was die da halt kostenlos zur Verfügung stellen. Ich glaube bloß nicht, dass das ewig Bestand haben wird. Also, dass die das ewig so weitermachen werden. Die haben ja, glaube ich, eine Version, die kostet irgendwie 300 Euro. Das ist dann irgendwie die Professional-Variante. Und ich weiß, es gibt, glaube ich, noch eine größere. Und man kann eine ganze Menge Hardware dazu kaufen. Und es ist ja Fairlight Audio letztendlich da drin. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, wobei ich den aktuellen Entwicklungsstand jetzt nicht kenne. Also es war vor 2 Jahren oder so, hatte ich mir das halt auch mal angeguckt. Und da war noch ein bisschen das Problem, dass diese Fairlight-Audio-Einbindung eigentlich gut war, aber zum Beispiel keinen AAF-Import erlaubte. Mhm. Und das ist ja sozusagen das Brot und Butter für jeden, der irgendwie Filmton macht. Also du musst halt irgendwie die Audio-Files, die irgendwo aufgenommen worden sind, in deine Session importieren können. Und also ohne AAF oder OMF-Import ist es dann halt noch ein bisschen zurück. So eine Software. Aber das könnte bestimmt gut sein. Also früher wurde ja auch Fairlight ganz viel genutzt in Tonstudios, um Filme nachzusynchronisieren und sowas. Es war ja mal wirklich vor Pro Tools eigentlich das Standard-Tool im Studio, also in den 80er, 90ern. Also insofern, ich glaube, das ist eine schöne These und grundsätzlich stimmt das ja auch. Ich habe eher die Sorge, dass es halt natürlich für genau die Produkte sein wird, wo wir es halt am wenigsten wollen. Also dass nämlich letztendlich die Musik gar nichts mehr kostet. Und ich meine, die Filme kosten ja auch schon nichts mehr. Also ich meine, YouTube-Videos werden jeden Tag tonnenweise produziert und ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich wirklich richtig Geld damit verdienen, aber meist ist es ja dann doch auch eher nur ein kleines Zubrot. Also richtig davon leben können, glaube ich, nicht so richtig viele. Ja, jedenfalls. Aber es gibt auch nach wie vor doch immer noch sehr teure Sachen, also wo man immer noch wahnsinnig viel Geld ausgibt. Von daher ist es, der Aufhänger ist zwar cool, so es wird alles free. Das ist so wie, wir machen irgendwann die 20-Stunden-Woche und danach ne, so wie so, ja, die allgemeine Utopie lange mal war. Aber es gibt halt irgendwann das Problem, dass dieses Geld dann irgendwo fehlt und dann schließt man sich vielleicht zusammen zu irgendwas oder irgendein Hersteller, dem man gar nicht denkt, dass er das sonst tut, kauft alles und dann fallen diverse Sachen hinten runter und so weiter. Das hängt natürlich davon ab, wie das aufgehängt ist. Zum Beispiel war Native Instruments ja jetzt eine Weile ziemlich ruhig. Jetzt sind sie in diesem Sound, diesem Verbund. Ne? Also das ist natürlich dann so eine Sache, Konzern. Wie man das macht, wie die Plugin-Allianz auch zum Beispiel, ne, die auch in diesem Soundwide, so heißt das, drin sind. Und das sind ja dann so Sachen, die man erstmal dahinter gucken muss. Aber so einzelne Companies, und vielleicht kommen wir noch heute drauf, auf ein anderes Softwareprodukt und da steht ein ganz anderer Preis dran. Und wahrscheinlich auch, weil das, sag ich mal, so ein Mini-Moog ist eigentlich für jeden. Und es gibt schon so viele. Ne? Das macht natürlich den Preis anders. Und dann, also so, sogar in der Hardware, und aber jetzt reden wir über Software, dass dann natürlich auch einfach der Preis sich irgendwie da anpassen muss, wie auch mit Apps. Man versucht vielleicht irgendwann genau das Gegenteil zu erreichen, dass man da mehr reinstecken können darf, sozusagen, damit man da weiter dran arbeiten kann, als aus Entwicklersicht sozusagen. Da wird da ständig was gemacht. Also im Moment ist eben diese Abo-Methode dann das neue Ding, was aber niemand so wirklich liebt. Vielleicht aber sogar das ist, was eigentlich die Leute vorher gemacht haben, nur dass man die Updates so alle 2 Jahre gekauft hat oder sowas, nur dann eben für 150 Euro oder so.
Die Frage ist halt, wie man da diesen Fortschritt weitermacht und wie das alles ist, weil das ja alles immer noch Marktwirtschaft Kapitalismus bleibt. Also der Apple-Button für so und so 99, der ist irgendwie immer noch irgendwo dann da. Und wenn er nicht da ist, passiert das, was mit diesen Linux-Sachen oder mit so Open-Source-Sachen passiert, dass dann der Mensch, der das initiiert hat, irgendwann aufhört und dann hast du so eine ältere Version und dann musst du halt irgendwann sehen, wie das gerade noch so läuft mit einem alten Rechner oder irgendwas und irgendwann kannst du es dann halt nicht mehr benutzen, weil halt keiner mehr was dran macht. Das ist halt schönstes Beispiel ist hier Search, ist ja Search XT, dieses Search Synthesizer Plugin, was Gott vor 10 Jahren rausgekommen ist. Dann hat der Französische, was glaube ich Französisch, hat der gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mache es Open Source. Und da haben jetzt ein ganzes Kollektiv an Open Source Entwickler daran gebastelt und das Teil jetzt so portiert mit M1 Support, glaube ich, und mit tonnenweise neuen Features und mit Filter-Effekten, mit Mutable Instruments-Dingern drin, alles gratis, alles Open Source. Und das mit Mutable ist aber auch nur, weil das bei Mutable genauso ist, das ist auch so eine Open Source Tendenz und wer möchte eher aufgeben? Mutable. Das ist aber Fakt. Ne? Also die sind oft sehr angepresst. Das mit den Updates finde ich beispielsweise ganz gut, ganz interessant, der Weg, der Bitwig geht. Der hat ja, die haben ja den fixen Preis für die DAW und dann sagen die, wir machen für euch ein Jahr Support oder ein Jahr Updates und nach einem Jahr könnt ihr entscheiden, wollt ihr das Update kaufen oder nicht? Ihr könnt aber die Software endlos immer benutzen. Wollt ihr aber die neuen Features und so weiter, müsst ihr 169 Euro im Jahr oder so zahlen. Das finde ich dann fair, weil sie sagen, auch wenn ihr nicht updatet, bringen wir Bugfixes raus. Also die kritischen Bugfixes. Ja, das ist gut. Das ist, finde ich, fair, weil sie sagen einfach, wenn ihr die neuen Features wollt, dann müsst ihr zahlen, sonst nutzt die Software. Man muss natürlich auch sagen, diese 169 sind ja im Prinzip das, was ich vorhin meinte, was man sonst so ungefähr jedes Jahr oder von mir aus ja jedes zweite Jahr dann sowieso bezahlen würde, weil das neue rauskommt. Und dann, also bei einer DAW ist das ja relativ realistisch, dass das irgendwo zwischen 100 und 200 in der Regel lag. Ne, egal, welches Ding das ist. Ich habe nur bei Pro Tools vielleicht noch 20% Pro Tools Steuer drauf. Oder so, aber im Prinzip so mehr oder weniger. Ja, das, aber ich habe selbst keine Lust. Selbst keine Lust auf Freemium Software. So. Oh, ich habe so aber hier. So Freemium. Premium. Ich bin für Premium. Freemium. Freemium. Das ist free, aber dann heißt es in-app da, nee, das ja, brauchst genau, du genau. Nicht. Kaufen Sie die Schlumpfbeeren-Erweiterung, 10 genau, Euro, dann AIF einladen, kostet nochmal 10 Euro. Also das, bis Export. Das überhaupt sinnvoll funktioniert, hat es dann doch 70 Euro gekostet oder so. Ich habe sowas bei, eigentlich ein ganz tolles Tool für Analyzer und sowas, eine britische Firma, und die haben das auch so, und da schaltest du jede Funktion im Prinzip frei und am Ende zahlst du eigentlich auch ziemlich viel. Für eine App ist es wirklich viel, aber es ist eine sehr gute App. Aber das ist so, vom Gefühl her ist das natürlich ein bisschen komisch, weil du eben sehr viel irgendwann da rein Okay, steckst. jetzt kommen wir mal zu einem Premium-Plugin. Ja, und da siehst du das, was ich meinte mit dem Preis. Es gibt also schon noch. Ja, genau. Da steht 600 Euro. Yes, sir. Das gibt es schon noch. Aber es ist allerdings auch was Interessantes. Erzähl mal. Naja, das kann uns vielleicht auch hier der Kollege in Hamburg mal ein bisschen erläutern. Denn hier handelt es sich um einen Reverb, mit dem man auch 3D-Audio-Atmos-ähnliche Effekte auf dem Kopfhörer realisieren kann, in jeder DAW. Ist das so richtig? Das stimmt, aber ich glaube, es geht sogar noch weiter. Da ist ja noch MPEG-H drin, das ja quasi ein Konkurrenzprodukt zu Dolby Atmos ist. Aber ich finde eben halt auch, das Spannendste daran ist halt irgendwie, dass man binaurale Mischung machen kann. Und
Ich würde mal sagen, das ist bestimmt für alle Leute interessant, die jetzt nicht in Logic arbeiten, weil Logic ist ja quasi schon diese binaurale Geschichte mit drin in dem mit dieser Atmos-Integration. Aber wenn man in einer anderen DAW oder also zumindest kann ich es nur von Pro Tools sagen, wenn ich da diese Atmos-Suite halt integrieren will, das ist ein ziemlicher Aufriss. Also da muss ich halt extra Template-Sessions mir dafür bauen, wie die Audioströme hin und zurück bewegt werden zwischen Pro Tools und dem Dolby Atmos, der Dolby Atmos Suite. Und das geht hier mit diesem Fiedler Audio Space Lab viel, viel einfacher, weil du kannst einfach in deinen normalen Stereo-Mix eine Instanz oder mehrere Instanzen von diesem Space Lab reintun und einfach nur bestimmte Elemente deines Mixes, von denen du dir mehr Räumlichkeit vorstellst, halt einfach in so eine Räumlichkeit überführen und am Ende machst du halt einfach einen Stereo-Bounce, wie du ihn sonst auch machst, aber der kann dann eben halt unterm Kopfhörer einfach deutlich mehr hinkriegen an räumlicher Auflösung, als das mit einer normalen Mischung geht. Also ich habe damit schon ein bisschen rumgespielt. Ich hatte schon so ein 2 Wochen Demo-Phase damit und fand das gut. Also von der Klangqualität her finde ich es ziemlich vergleichbar mit Dolby Atmos. Also da habe ich keine großen Unterschiede festgestellt. Und man muss halt auch gut gucken, welche Signalgruppen man halt da irgendwie reintut und was man damit macht, weil eine gewisse gewissen klanglichen Verlust hat man meiner Ansicht nach immer, wenn man halt solche Räumlichkeitstools nimmt. Das spiegelt sich meistens darin wider, dass so Attacks verschliffen klingen und so. Also ich sag mal, wie früher halt das so bei MP3 war, als das mal losging. Mhm. Und deswegen eignen sich nicht alle Signale gleich gut, um in diese räumliche Umgebung eingebettet zu werden. Aber wie gesagt, also ich finde das mit Spacelab deutlich angenehmer als, um es in Pro Tools zu benutzen, als mit der normalen Dolby Atmos Suite. Okay. Und sehr gut. Aber muss ich denn da, Marc, unbedingt dann auch einen Hall-Effekt nutzen für diese Räumlichkeit? Oder kann ich, ja, muss ich ja, ne? Also ich brauche ja, ist ja praktisch das Panning selber und so eine 3D-akustische Effekt zu erzeugen, beinhaltet ja immer auch einen Hall. Genau. Da bin ich jetzt blöd. Das ist das, was der Thomas Fiedler, der Entwickler halt ja auch selber sagt, dass eigentlich das ja immer unausweichlich miteinander zusammenhängt, das Panning. Und wo findet dieses Panning denn eigentlich statt? Genau. Also in irgendeinem Raum. Und deswegen, also ich meine, der Hall ist auch unabhängig von diesen Panning-Möglichkeiten halt qualitativ sehr hochwertig und klingt sehr schön. Aber wie gesagt, ich finde schon, das Stärkste daran ist halt, dass man einfach mit einer Instanz schon sich sehr schöne räumliche Effekte bauen kann. Und es ist deiner Meinung nach aber auch mehr für den Filmvertoner gedacht oder kannst du dir das auch in Popmusik in Zukunft mehr vorstellen, denn ich glaube, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ich sag mal, 80% der Musik wird heute mit Kopfhörern gehört. Ich weiß nicht, ob es da müsste es eigentlich auch Studien geben, ne? Ja, ich glaube, das ist mittlerweile viel und ich glaube, das Angebot an binauralen Mixes hält sich bisher noch einigermaßen in Grenzen. Ich würde das auf jeden Fall für Musik empfehlen. Also ich habe jetzt in der Testphase, habe ich es eigentlich auch nur für Musik benutzt. Und ich meine, wir haben ja mal zusammen ein Video gemacht vor ein paar Monaten, als das Logic raus war mit der Dolby Atmos Integration. Das hat mir auch schon ganz gut gefallen, aber ich mische halt nicht so gerne in Logic, deswegen benutze ich das nicht so viel. Das jetzt hier mit dem Space Lab, da kann ich es halt einfach in meiner gewohnten Umgebung einsetzen und es funktioniert echt ziemlich ordentlich. Hier sind schon ein paar auf jeden Fall mal unterwegs, ne? Guck mal. Dolby Atmos. Ja, also ich habe mal, man kann das ja, ich glaube so Spotify, glaube ich, hat ja noch in seinem Angebot noch gar nichts irgendwie, was irgendwie Dolby Atmos ist oder so. Ich hatte deswegen mal ein Probeabo von Amazon Music und habe da mal ein bisschen reingehört, was es da so gab an binauralen Mixes. Und ich fand, es war
eigentlich fand ich ziemlich überschaubar, das Angebot. Es gab irgendwie, was weiß ich, der neueste Song von Helene Fischer in Dolby Atmos, das war jetzt nicht das, worauf ich am stärksten geschielt hätte, also wo ich gesagt hätte, da bringt's was. Wieso, und es gab ja eben halt einige Remakes. Ja, weil ich nicht sagen würde, dass das jetzt unbedingt Musik ist, die primär dafür konzipiert ist, halt irgendwie ein besonders räumliches Klangerlebnis zu produzieren, sondern das ist ja halt einfach, ich sag mal, Standard-Pop-Musik, die einfach auf allem funktionieren muss, vom Monolautsprecher über Stereo bis sonst wohin. Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber gut, es ist halt natürlich sehr populäre Musik und deswegen hat man da die Kosten nicht gescheut, das halt zu erstellen, solche Mixes. Und es gibt eben halt einiges an, aber wirklich weniges an klassischem Repertoire, das halt irgendwie mal in Atmos gemischt wurde. Habe ich zum Beispiel mal von Bee Gees halt Stayin' Alive zum Beispiel. Davon gab es einen sehr schönen Atmos-Mix halt irgendwie bei Amazon Music. Und von Queen gab es, glaube ich, auch einzelne Sachen. Aber es war meistens so, dass dann halt so ein ganzes Album irgendwie betitelt wurde mit irgendwie hier die neuen super Atmos-Mixes und dann waren da höchstens zwei Songs drauf, wo man das gemacht hat. Weil ich glaube, das Problem, in dem sich die Industrie momentan noch befindet, ist, es würden gerne alle haben wollen, also dass man von allen Songs Atmos-Mixes hat. Da aber letztendlich der Vertriebskanal eigentlich nur noch Spotify ist und deswegen also sozusagen der Revenue eher gering ist, scheut man die Kosten halt irgendwie das auszugeben und nochmal alte Alben nochmal neu in Dolby Atmos / Binaural abzumischen. Ich glaube, das ist so das im Moment der... Rammstein-Album, wie gesagt, gibt's exklusiv bei Apple Music. Ja. Die ja auch das Dolby Atmos ganz dick ausgerollt haben, das sollte man noch sagen. Du kannst ja wählen, ob du High Quality, ich höre nichts mehr in MP3 oder so, sondern alles immer in dieser, ja, selbst im Auto in dieser coolen Qualität, beziehungsweise Dolby Atmos natürlich nicht im Auto, aber du kannst es wählen, also du kannst es machen. Das liegt daran, du brauchst natürlich, also im Auto habe ich natürlich keine Kopfhörer oder sowas, aber du kannst halt mit deren System, also wenn du in dieser Apple-Welt bleibst, kannst du das machen. Deswegen können sie es ausrollen und haben es eben auch in Logic so früh integriert, damit eben die Hersteller und die Hörer das haben. Ist eigentlich naheliegend, wobei Apple natürlich riesig ist, aber natürlich immer noch nicht alles bedeutet. Aber ich will nur sagen, es ist ja keine kleine Plattform, und die haben das zumindest gemacht. Ne? Also, und du kannst es auswählen, kannst sagen, ja, ich möchte das in der. Ich habe es auch mal ausprobiert mal. Es geht leider nicht mit allem. Also man kann nicht seinen Lieblingskopfhörer nehmen. Und das finde ich wirklich schade. Weil auf einem anständigen Kopfhörer wäre es natürlich besser als auf dem, auf diesen, ja, die Marc jetzt auch zum Beispiel im Ohr hat. Die, für die funktioniert es komischerweise, ne? Aber für die, also für die ihr. Pods und für sowas hier zum Beispiel gibt's das so nicht. Ne? Also das ist ein bisschen schade. Also da nimmst du dann eben die höchste Qualität. Das habe ich irgendwie immer anders verstanden. Ich habe das immer so verstanden, dass dieser Atmos-Effekt, dafür brauche ich doch keinen Apple-Kopfhörer. Das haben wir doch hier, Marc, das haben wir doch hier nicht. Ohne Apple-Kopfhörer. Eigentlich nicht. Das ist der Punkt, warum ich das sage. Aber wenn du zum Beispiel Boxen oder sowas angehängt hast, dann ist das eben nicht automatisch Atmos sozusagen, sondern du musst da sozusagen auch der Sache folgen. Also es ist nicht überall hörbar und natürlich ist Dolby Atmos eben für Kopfhörer funktioniert es noch, also schon mal, ne, weil es einfach strukturell einfacher ist. So wie übrigens diese ganzen 3D-Misching-Sachen, wie zum Beispiel vom Tom Ammermann und solche Sachen, die sind ja auch so, dass sie erstmal auf dem Kopfhörer einfacher funktionieren und deswegen sind die Angebote für Kopfhörer-Mixe deshalb einfacher oder also die kann man machen. Aber man kann natürlich nicht als Anbieter für das Endprodukt Soundfile sozusagen, da bist du ja nicht sicher, wie der das dann abhört. Also
Bei Apple geht es deswegen, weil du es aussuchen kannst. Du kannst sagen, ich stelle das auf das und dann habe ich diese Qualität und diese Möglichkeit. Und grundsätzlich kann ich doch, wenn ich dieses Rammstein-Album in Atmos herunterlade, auch meinen Beyerdynamic-Kopfhörer nehmen und hab Atmos-Effekt. Man muss ja zwei Sachen auseinanderhalten. Also ich sag mal, Dolby Atmos ist ja eigentlich ist halt ein Format, das halt immer das Ergebnis, das wird ja live gerendert, quasi beim Abspielen. Und das passt sich halt immer der jeweiligen Abhörsituation an. Also das kann halt in einem Kino ein 11.1.4 System sein, also wofür dann, ne? Also 11 Lautsprecher um dich herum, ein Subwoofer und 4 halt irgendwie an der Decke. Und genauso kann es halt letztendlich versucht ist, die Mischung, die du erstellt hast, halt auch auf einer Stereoanlage so gut wie es geht wiederzugeben. Für einen Kopfhörer gibt es halt dann immer noch diese Spezialfunktion, dass halt binaurale Mixes erzeugt werden halt, die dann, sag mal, quasi diesem Atmos-Prinzip nachfolgen. Und das ist, dafür muss man natürlich halt auch Modelle entwickelt haben, wie das funktioniert. Da werden bestimmte Kopfhörer und Ohren und sowas als Maßgabe genommen. Und man kann das, glaube ich, noch weiter optimieren. Also ich habe von vielen Leuten, die sich schon intensiv mit Atmos beschäftigt haben, gehört, dass sie erwarten, dass diese binauralen Mischungen für Kopfhörer, dass die halt ähnliche Qualitätszuwächse kriegen werden, wie es halt mit dieser Lieblings-MP3-Bitrate 128 Kilobit war, was halt anfänglich fürchterlich klang und im Laufe der letzten 20 Jahre halt immer weiter verbessert worden ist, so dass man heute sagen kann, eine 128 Kilobit MP3-Datei kann man nicht in der ersten Sekunde sofort identifizieren, sondern klingt eigentlich ganz ordentlich dafür. Also wie klein die Datei dann letztendlich ist, ist das halt prima. Ich wollte Mick nochmal fragen, ob er, also MP3 war das ja, glaube ich, bei Apple Music ohnehin nicht, sondern immer AAC. Was ist denn ja, sozusagen richtig. Jetzt? Also ist das jetzt lossless das oder was natürlich. Bieten sie dir dann? Das ist ein lossless Format bei Apple. Ja, klar. Vor allen Dingen, weil das dann ja viel mehr Daten. Und das, was du meinst mit dem MP3, das war ja dann die variable Datenbreite, dass die auf 320 hochgingen, wenn da mal ein bisschen Ringmodulation oder so im Sound ist. Oder so, weil sonst hört sich's halt doof an, also dynamisch. Dadurch kann man das natürlich auch machen, aber bei Apple ist es halt dieses eigene Lossless-Format. Ja. Genau. Mhm. Naja. Ja, und da gibt es, du also, hast gesagt, zwei Optionen von Qualität. Also 24-Bit sowieso, aber kannst sagen, ob es 96 oder 44 Kilohertz und dann als dritte Option ist Dolby Atmos, welche Parameter da dazugehören, sagt Apple so nicht, aber ich nehme an, dass das dann ein quasi festes Format und nicht ein Container ist, wo verschiedene Formate drin sind, aber das kann sich vielleicht ändern, ich weiß das nicht, so genau wie sie das machen, wie sie das dann letztendlich ausrollen, weil sie könnten das ja erweitern und dann sagen, innerhalb dieses Formats gibt es dann irgendwann noch irgendwas mehr. So wie du sagst, zum Beispiel, dass sich irgendwas noch verbessert, dass das für den User, sag ich mal, mehr oder weniger unmerklich bleibt, aber dass man es dann irgendwann hat, das könnte ich mir vorstellen. Und natürlich, ja, es ist halt ein großer Store, also im Prinzip muss sich der Hörer quasi nicht drum kümmern. Das ist ja das Entscheidende und auch Trickreiche. Und also damit unterscheidet es sich ja eben von irgendeinem MP3-Store, wo nur ein MP3 rausfällt. Wenn du Glück hast, auch mal ein FLAC, dann hast du wenigstens ein Lossless-Format und ein schönes Format sozusagen, was übrigens Apple nicht abspielt. Die Frage ist dabei ja, wie viel Prozent von den Leuten das wirklich benutzen. Ich denke, das sind nicht viele. Weil die meisten Leute, die machen ihre Kopfhörer und hören Musik und höre nicht, ob da jetzt Dolby Atmos ist oder ob das jetzt ein MP3 ist oder das, die wollen nur Musik hören. Ich glaube, das sind wirklich ja, die das ist natürlich Sound-Esoteriker der andere, und Sound-Fetischisten. Das andere und so. Ende. Mhm. Das sind wirklich für die Leute, die in der Technik drin sind, aber alle anderen, die hören einfach nur die Musik.
Naja, nein, aber ich meine, das ist ja Argument, für Filmton. Ah, bitte, Marc, Entschuldigung. Ja, für Filmton ist das ja, also kann ich sozusagen aus eigener Anschauung sagen. Also meine Frau, die dann irgendwann AirPods Pro hatte und dann sich Netflix-Filme angeguckt hat auf dem iPad und mit einmal gesagt hat, boah, das war ja toll, der Sound, dann kommt ja richtig was von hinten und so. Also ich glaube schon, dass der normale Konsument das irgendwie auch merkt, wenn das für ihn interessant ist. Also wenn so eine Mischung irgendwie luftiger klingt. Oder wenn sowas, das für den normalen Konsumenten so ist, dass der das gar nicht wissen muss. Weißt du, dass er da jetzt irgendwas Atmos-mäßiges hat oder so, sondern er geht auf Apple Music, hört sich da was an oder auf Spotify, setzt seinen Kopfhörer auf und merkt, klingt gut. Dreht ja. Und du sagst, ich denke, das merkt man mehr. Super. Das muss einfach verschwinden, dieses Level, dass das ein spezielles Format ist, dass ich dafür einen besonderen Kopfhörer brauche, dass ich dafür 7 Lautsprecher aufstellen muss, einen entsprechenden Raum und die Raumposition haben muss. Ich glaube, dass das jetzt wahrscheinlich die erste Chance ist, dass ich räumliches Hören, also dreidimensionaleres Hören, durchsetzen kann. Aber ich denke, das hört man mehr oder nimmt man mehr wahr in Filmen oder in Filmmusik oder so, wo man ja visuell es ja auch sieht. Ich glaube, bei Popmusik oder so, da nimmt man es weniger ernst oder wahr. Kommt auf das Genre an. Sagen wir mal, auf einem Tool-Album würde sich sowas durchaus lohnen. Das wäre geil. Ich ja, bei einem Pink Floyd-Album. Ne? Ne? Oder Schlager, die Schlager klingt immer nicht gut. Ob Helene jetzt besser tolle Ideen für Effekte hat, weiß ich nicht, aber Pink Floyd hat ja schon bei Dark Side of the Moon eine quadrophonische Version auf den Markt gebracht. Ja. Also das Bestreben für gewisse Musikgenres, das irgendwie räumlicher zu gestalten, die gibt es doch schon immer. Also das glaube ich schon. Es war nur einfach, man hatte keine quadrophonische Anlage, man hat keinen 7.1 Surround, wo man Musik drauf hört. Bla bla bla, kein Spezialkopfhörer, aber wenn man jetzt einfach nur jedes Ding hier nehmen kann, was rumliegt und man kein Problembewusstsein braucht. Bei mir hat es geklingelt, eine Sekunde. Ah, kommt schon wieder was. Oder was? Toll, wie Atmos. Jetzt starren alle auf den drehenden Stuhl. Das ist auch geil. Na? Also, das ist eine auch geile Szene eigentlich so. Da, da, da. Wann kommt er wieder? Ja, ja. Da ist aber auf jeden Fall, der Thomas Fiedler hat das ja in Zusammenhang mit Fraunhofer irgendwie entwickelt. Deswegen ist da, glaube ich, auch dieses MPEG-H drin. Da haben die irgendwie auch Aktien drin. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Marktdurchdringung funktioniert von sowas. Also der sagt auf jeden Fall, dass er der festen Überzeugung ist, dass eigentlich alles Material, das halt über Kopfhörer abgehört wird, über kurz oder lang eigentlich in so einer binauralen Welt leben müsste, weil das halt einfach besser ist als das Stereo, was halt entwickelt worden ist fürs Abhören über Lautsprecher. Klar. Und wenn dann noch die Technik weiter fortschreitet, die Rechner noch schneller sind und diese ganze Encodierung, Dekodierungsprozess noch besser leuchtet und wir die Artefakte dann nicht mehr haben und das nicht mehr unterscheiden können von unkomprimiertem Audio, sind wir da alle dabei, ne? Bei 3D-Audio. Na klar. Okay, würde ich auch sagen. Und tschüss.